Sie sind hier, 20. August 2018, 9.37 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Jäger muss um seine Karte für die US-Tour bangen. Urheberrecht Getty Images. Der deutsche Golf-Profi Stefan Jäger verpasst beim letzten PGA-Turnier den Sprung unter die Top 125 der Saisonrangliste. Ein US-Amerikaner siegt in Greensboro. Der deutsche Golfprofi Stefan Jäger muss um die begehrte Startberechtigung auf der US-Tour bangen. Der Münchner kam bei dem mit 6 Millionen Dollar dotierten Turnier in Greensboro, North Carolina mit 277 Schlägen nicht über den geteilten 70. Platz hinaus und verfehlte dadurch eine Platzierung in den Top 125 der Saisonrangliste deutlich. Jäger, 29, kann sich nun nur noch über gute Ergebnisse bei der zweitklassigen web.com-Tour die Tourkarte erspielen. Der Sieg beim letzten regulären PGA-Turnier des Jahres ging an Brant Snedeker, USA. Der 37-Jährige triumphierte mit 259 Schlägen vor seinem Landsmann Webb Simpson und C.T. Pan aus Taiwan, beide 262. Für Snedeker, dem zum Auftakt eine beachtliche 59er-Runde gelungen war, war es der 9. Tourerfolg. Alex Zeka war am Cut gescheitert.